Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Tagen, in den letzten des Kirchenjahres, hören wir immer wieder durchaus anrührende, ernste, schön traurige Worte von Jesus, die wir keineswegs einschließen dürfen in die damalige historische Situation. Jesus weint über Jerusalem, weil er weiß, dass diese Stadt eine Generation nach ihm zerstört werden wird. Und nichts ist mehr so, wie es war. Kein Tempel mehr, kein Tempelkult mehr. Lange Zeit keine Juden mehr in dieser Stadt, die immer wieder vertrieben werden. Wenn wir dieses Wort in diese Situation einschließen, halten wir es von uns fern. Wir könnten sagen, jeder ist eine Stadt, über die Jesus weint. Denn er kommt auch uns nahe. Und die Frage ist, wie er uns vorfindet. Die Stadt als Inbegriff von Festigkeit, von Schutz, von Gewissheit, von Stärke. All das sind zugleich verborgene Fragen an uns. Wenn Jesus uns nahe kommt, weint er auch über uns, weil er uns verschlossen findet, weil er uns in Sicherheiten eingeschlossen findet, eingemauert. Uns kann nichts und niemand was, mir kann nichts und niemand etwas. Es wird eine Zeit für dich kommen. Es gilt auch für die Kirche. Vor allen Dingen dann, wenn sie meint, sie kann sich ganz sicher wähnen. Ist doch, man kann im Moment doch eigentlich nicht meckern. Klar, gut, die Leute laufen weiterhin weg, das ist natürlich nicht ganz so schön, aber medial geht es doch ganz gut. Papst Franziskus sorgt für gute Schlagzeilen. Es gibt ein paar alte, meckernde Kardinäle, aber die werden schnell weggeschrieben. Es läuft eigentlich alles ganz gut. Es gibt Sicherheit, über die Jesus weint. Denn es ist eine Zeit der Gnade, unsicher zu sein, sich nicht in eine Festung zurückzuziehen, sondern sich der Unsicherheit durch das Nahekommen Jesu zu stellen. Es ist eine Zeit der Gnade. Warum? Im 2. Korintherbrief ruft es uns Paulus deutlich zu. Denn es ist eine Zeit der Umkehr. Gerade wenn wir uns so sicher fühlen in unserer Selbstsicherheit, in dem, was wir uns alles so selber basteln und dass wir endlich anschlussfähig sind an moderne Zeiten, wo wir sagen, na, diesen Schritt, das haben wir jetzt aber gut gemacht. Jetzt verstehen uns endlich die meisten Leute zumindest, außer denen, die vielleicht ganz böswillig sind, aber die meisten verstehen uns. Wir haben uns ein bisschen eingeebnet. Du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Es wäre eine Zeit, umzukehren. Wohin? Warum? Umzukehren zu Christus. Denn bei all dem, was wir uns selber basteln, an Selbstgewissheit, an Selbstsicherheit, ob persönlich oder im kirchlichen Rahmen, wie auch immer, muss die Frage sein, haben wir wirklich Christus im Blick? Haben wir sein Wort im Ohr und im Herzen? Ist er es, der uns umtreibt und der uns antreibt, der uns führt, der uns leitet, den nächsten Schritt zu tun? Oder sind es irgendwelche Strategien, irgendwelche Modelle, irgendwelche Ideologien, denen wir folgen? Das ist die entscheidende Frage. Es ist nicht leicht und wahrlich nicht bequem, sich diese Fragen vorzulegen. Und an diesen Fragen scheitert man schnell. Jeder und jeder. Aber es ist eine Zeit der Gnade. Und Jesus sagt uns heute dieses Wort. Er sagt es uns so, dass er uns nicht nahe kommen muss, um über uns zu weinen.